So. Bei Hamburg da ist. Ja. Pokémon Feuer Grün. Los geht's. Part 5. Nee, so. 6, 5, 4, 3, 2. Ja, das letzte ist gelöst! Nein! Nein! Ja, der Fetzer, ich glaube, ich habe mich verirrt! Warum sprechen wir da alle wie voll spaßig? Weil alles voll spaßig sind. Okay. Yeah! Yeah, immer wenn ihr so eins kommt, müssen wir so ein Yeah machen. Erstmal cool. Oh, geil, ey. Das Mädchen hat echt viel. Oh ja, ich möchte mal Pokémon wechseln. Das käme auch mit Sonnenbrille geil. Wir knistern die eine Tüte schon leer. Jo. Oh, her damit mit den Keksen, die sind halt nicht lange. Die sind zu genial. Ihr müsst die Hotdog-Kekse essen. Die sind genau. Geil. Heißt du Hotdog-Kekse genial? Nee, so nennen wir sie. Oh, ja, okay, Hotdog-Kekse. Esst lieber keine Hotdog-Kekse. Muss ich jetzt nach oben oder nach unten? Nach unten passt ich voll nicht, bin ich zu fett. Aber ich sag euch, esst kein Hotdog-Kekse, die sind lebensgefährlich. Ach, gut, geil. Sind dabei! Ja. Schubert! Schubert, Schubert, Schubert! Schubert ist ein Bad, das ist ein Bad. Ich hab noch einen. Oder eine. Oh, scheiße, noch so ein schweres Rätsel. Noch ein schweres Rätsel, und nicht verarschen. Ein geschlossenes Bad. Ein geschlossenes Bad auch. Das super. Ich glaube, ich hab's gelöst. Ja, ne? Ich glaube, du musst nochmal raus. Das kann man nur von oben lösen. Das habe ich gelöst hier lang. Und ich hoffe mal, dass es so geht. Okay, da unten ist. Ja, es geht. Ist aber nur ein bisschen kompliziert, weil man einfach nicht links alles sehen kann. Mhm. Ja, voll schwierig. Ich muss doch mal zum Scheinwerfer tücken gehen. Genau. Ich treffe mich ja nicht durch die Gegend. So ein Arsch. Warum ist da... Egal. Oh, die Schokolade. Einfach weiter schieben. Soll ich den oberen einfach nur nach links schieben? Okay, glaube, ja. Okay. Zieh euch mal das hier rein. Aber geil, das ist ja der Prinzentrick mit den Hotdog-Keksen. Lecker, schmecker. Ah, Kackstreifen, lecker. Okay, wozu war der erste Stein unten gut? Der regt dich jetzt voll auf, ne? Ja. Yeah! Yeah! Extra dafür gemacht, mein fertig. Ich auch kann. Oh. Genau deswegen war der. Er wird fertig gemacht, aber er geht mit Ärger und Ziel. Ja, er hat Style. Ah, oh, doch, ich nehme jetzt hier nach unten. Der ist bestimmt. Nom, nom, nom. Hey! Nom, nom, nom. Alter, was soll denn das hier? Das ist ein Spaß, Team. Echt gerade was. Eigentlich müsste er wie so ein. Wie einer Druck. Alter, oh, ein Ninja war es hier, oder? Ey, sie haben gerade keine Spruch. Gehackt. Wie das mal wieder als Durchdresschen ist, aber. Wir haben nicht wirklich ein Problem. Irgendwie sind wir, glaube ich, ein bisschen überlevelt. Oh, ein Schneepiker! Ja, warum setzt du nicht unser Schneepiker ein? Wäre viel cooler gewesen. Dann würde der Wein bei sein, so viel schwächer. Es gibt noch mehr Kekse. Ne, sind alle. Willst du mich verarschen? Ja. Du hast die Bank alles geholt. Ich hab doch gerade gesagt, ich will dich verarschen. Das ist schon mal leer. Oh, no, no, no. Hey, Bene! Was? Das ist auch leer. Ist das. Oh, voll. Ah. Okay, ich soll seinen Blick folgen und ich finde den Ausgang. Aber geil, und welchen Blick hat er? Es geht nicht weiter. Nicole, du musst nicht den Yoga-Style jetzt machen und immer geradeaus gehen. Warum nicht? Ey, ja, den Pokéball angesprochen, yeah. Das kam Einstein. Yeah, Mann. Yeah, yeah. Das ist langsam. Komm, wie kommt denn jetzt auf, das ist falsch direkt, egal. Yeah. Yeah. Geiler Scheiß. Okay, trainieren wir mal wieder schnell, Pico. Ja. Da jetzt hier auf der Prinzen drin geht, sind die doch schon viel besser geworden. Super Trank. Ja, die Prinzen Kekse. Was, Gott. Die sind lecker. Ich hab's mal erhalten. Da sind wenigstens auch keine Witze drin, nicht für die Giftkekse da. Ah, die Giftkekse sind auch toll. Die Giftkekse, weil die wollen einen umbringen. Die sind voll gut. Lebensgefährlich. Ich glaube, die haben nur was gegen dich. Ich würde mich nicht auf so eine Kekse einlassen. Ah, ja, aber was sie können echt lebensgefährlich sein. Das ist genial eigentlich. Das sind keine Giftkekse. Oh, ich bin voll mutig hier. Ich esse ja voll die Giftkekse. Ich kann jetzt sterben. Yeah! 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 Mund war gerade voll, ich konnte nicht. Die Geist. Oh, no, Ah, da geht's. Und ich bin so voll, die ganze Höhle zu erforschen, sonst kommt viel zu oft noch. Yeah! Jupp, das muss auf jeden Fall kommen. Aber hier unten gehe ich noch lang. Yeah! Komm schon!
Yeah! Die Aufnahme will ich nochmal hören. Ach ja, das neue South Park Spiel mussten sie vom Markt nehmen. Ja, hab ich damit. Stimmt, hattest du gehört, aber du nicht. Ne, wieso? Da waren noch Hakenkreuze. Wahrscheinlich Hakenkreuze dran. Die haben gesagt, verbotene Symbole. Ich dachte, was wohl verboten? Da ist noch ein Rätsel, mach das Rätsel und sammle den Pokéball ein. Super krank. Ich hätte letztes erstmal gleich holen sollen. Das gibt's ja jetzt auch wieder. Glaube ich. Kann man auch nicht. Schon wieder? Ne, das soll. Ja, okay, das kann man auch nur von links lösen. Dann geh mal nach links. Nach links, nicht nach rechts. Links? Genau, links ist auch gut. Rechts vor links, nee, links vor rechts. Oder wie auch immer. Das befischt sich immer. Rechts vor links. Wie ist das mit dem Daumen? Ich habe das immer noch nicht kapiert. Links ist da, wo der Daumen rechts ist. Und rechts da, wo der links ist. Ja, toll, das bringt doch nichts. Es geht nicht nach links. Ja, man muss trotzdem wissen, wo links und rechts ist, aber das sind wahre Aussagen. Das bringt mich doch. Tautologie. Links ist da, wo der Daumen rechts ist. So. Andersrum Hand halten. Wieso andersrum? Ich halte sie. Achso. Ah! Okay, links. Okay. Egal, das ist für Kinder aber so eine super Aussage, da wissen sie immer noch nicht, wo links oder rechts ist. Links ist da, wo der Daumen rechts ist. In der Grundschule hatte mein Grundschullehrer, bei denen die das immer verwechselt haben, ein Band um die rechte Hand gemacht. Ja, jetzt kommt's nicht mehr hin. Ja, siehst du, wie doof das ist? Wow. Ja, und wieder einmal hat der Camper zugeschlagen. Es gibt keinen Kong. Oh nein! Beste Frage vor allem bei der Fest in der Grundschule, der als wir mit Karol in den Polizei und der hat so, links ist der Daumen rechts. Und er hat gesagt, so, da wo der Daumen rechts, wo ist der Daumen rechts? Das war die erste Frage und er so, da wo die Hand links ist. Wow. Und dann kam er die Frage, wo ist die Hand links? Spider-Brain-Pack, ey. Das ist sinnlos gewesen. Aber es sind richtige Aussagen insofern. Ja, aber es hilft, glaube ich, ein Kind nicht korrekt. Naja, das ist was anderes. Halt der Scheiße. Aber der Fahrradunterricht bei Flo, so einen Fahrradführerschein machen muss. Ja, ich weiß, ja. Da unten auch mal. Ey, das ist ein geiles Glumander. Hammer geil, ey. Das ist ein Neandertaler Glumander. Das ist schlau. Nein, das macht sich gerade ein Marshmallow über seiner Flamme. Könnte immer seinen eigenen Grill. Es hat seinen eigenen Grill, das ist doch geil. Ja, es kann auch seine Pfütze immer anzünden. Das ist auch gut. Fell. Es kann im Regen sterben. Das ist nicht gut. Aber es kann sich nicht. Du wirst doch bloß eifersüchtig auf meine unglaublichen Fähigkeiten. Ja, du hast bloß eine grüne Kappe, du Lappen. Was? Ich mag deine grüne Kappe. Ach so. Sie hat also einen grünen Kappe. Werde ich verarscht oder werde ich nicht verarscht? Du wirst verarscht, aber da ist trotzdem was drin. Ich wurde nicht verarscht. Alter, wie machst du die auf? Alter, die sind total zerstückelt. Ja, jetzt macht's da. Her damit. Wir haben nur noch ein Wieso. Genau, wenn ich Wieso finde, dann fange ich das. Wieso ja. Haben wir doch kein Wieso? Ja, schon scheiße, ne? Oh. Ich glaube, dazu müssen wir erstmal noch Media machen, müssen wir Wieso zu. Definitiv. Auf eBay ist es auch viel günstiger. Ja, verdammt. Dann müssen wir nach eBay. Dann müssen wir ja, erstmal zu eBay. Ich habe bei eBay aber gar keine gesehen. Verstecken die sie, ja? Weil sie sie selber verkaufen wollen, so die Kassiererin oder so. Müssen wir nachfragen, diesmal, wenn wir bei eBay sind. Ja, die Kassiererin bei Penny hat mir letztens den Energy Drink weggekauft. Ja. Sie hat mich deswegen verarscht. Ja. Ja, wieso? Die letzten vier Dosen, die gab es am Angebot für nur 99 Cent. Ja. Und war so eine Sondersorte. Ah, ich hab wieder welche zerstückelt. Hallo, und wir sind noch welche. So. Oh, die sind glaube ich so zerstückelt. Da hab ich schon bei deinem Wut dran ausgemacht. Norden, mega groß City. Süden, Route 3. Ganz klar, mega groß City. Osten, Mount Kesmi. Westen, Route 1. Willst du den Schokoteil? Nein, nein. Gut. Und was können wir hier fangen? Gras. Ein wildes Gras taucht auf. Welches Pokémon werden wir wohl stoßen? Genau. Auf Erde. Blumenerde. Das ist sehr unprofessionell, Colin. Was? Oder Ratzfatz ist das Ratzfatz tot. Die sind kaputt gegangen. Ja. Hast du Zeit nicht drauf. Colin, immer zerstörst du alles. Ja, wow. Nicht mal. Wow. Gut eins. Juhu. Okay, wir spielen zu zweit. Dann nein. Wäre ziemlich gängig. Boah, Topsi-Stufe 2. Wollen wir das fangen? Und wenn man die Schokolade weg ist, kann man wieder neue Schokolade reingießen und dann ist das so. Scheiß die Wand an, ey. Ja, aber nein. Ey, ich hab mal zu zweit Street Fighter gespielt. Du hast zu zweit was? Street Fighter gespielt. Unglaublich. Zwei Stück an einem Controller. Du warst bestimmt sehr erfolgreich. Wir haben einen Bot fertig gemacht. Button-Bashing? Naja, ist aber so.
Ich hab die ganze Zeit nur nach links, rechts, oben, unten. Da machen auch mal auf die Kombos und er hat die Schlag- und Schritttasten. Natürlich war das Button-Mashing. Alles klar. Ich bin irgendwie auch zu mir hingegangen und er hat draufgehauen. Toll. Ihr seid Helden. Ey, wir haben den Computer besiegt. Ja, mach das mal in den Filierkampf. Ja, okay. Da kommen wir noch nicht durch. Ja, das ist oberhalb von sogar einer mit Button-Mashing richtig weit. Das ist es ja. Das wo? Ist so schlimm. Robin macht mich auch immer mit Button-Mashing fertig. Bei welchem Spiel? Bei allen. Ja, bei Street Fighter geht das kaum. Ja, hast du nicht erzählt, dass da einer bei Button-Mashing ziemlich weit gekommen ist beim Turnier? Achso, er hat da zwischendurch einfach mal ein bisschen Button-Mashing gemacht. Geil. Und darauf gehofft, dass sein Gegner einmal im ganzen Turnier eine Kombo verhaut hat, er dann in dem Moment. Und deswegen verloren. Hart. Das war ein bisschen erbärmlich und der Spiel hat dann am Ende gewonnen auch noch. Geil. Das ist echt übel. Ja, hier bringt uns das irgendwie nicht weiter. Wieso? Ich will nur ein Visor. Wieso? Ist so. Ach so. Ah, nee, ist so nicht. Man kann es so gut kombinieren. Oh. Ja, alle. Ey, nicht. Da war noch keine welche. Zerstörungsflut. Aha, alle. Einer ist noch da. Oder auch nicht. Komm, wir müssen wieder zum Homo-Teil. Weil ich auch einen haben will. Oh, da sind noch zwei drin gewesen. Du hast uns verarscht. Jetzt haben wir sie kaputt gemacht. Ja, was soll denn das? Ja, egal, jetzt haben wir Krümel-Hotdogs. Das ist man auch nicht alle Tage. City, ja. Oder auch nicht. Weißt du, wo du hier bist? Du bist in der größten Stadt überhaupt. Gute Nacht, hier ist nur ein Wohnhaus. Ja, und? Die Stadt ist so groß, wir benötigen sogar zwei Läden und ein Pokémon-Center. Oh Gott, habt ihr gelitten? Ey, das Öl. Hier ist doch nur damit man sein Pokémon. Mach. FT Kesmi heilen kann. Mount Kesmi. Ja. WTF. Das ist Ölpe. Ölpe ist da. Wie heißt die Stadt noch? Werden? Mega große Tür. Kaiman. Mega groß. Ursprünglich komme ich aus einem kleinen Dorf. Ich hatte aber schon immer den Traum, in einer Großstadt zu leben. Ich bin sofort hergezogen, als ich genug Geld dafür hatte. Die Grundstückspreise in einer solchen Metropole sind echt horrend. Oh Gott, wo sieht das so aus? Hast du gehört, wie die gesprochen hat, ey, Alter? Du musst echt wenig Geld sein, bis ihr denkt, dass das eine Großstadt ist. Wo sind jetzt zwei Märkte? Das da oben ist noch ein Markt. Ja, und wo ist der zweite? Da oben in der Mitte? Ach so, das ist auch noch ein Markt. Vermutlich mal ein Fahrradladen, jetzt mit drei Rädern. Danke. Vielleicht können wir in drei Rädern kommen, das ist cooler. Ja, Mann. Alter. Wie kann es sein, dass diese Ansammlung von Häusern einen Stadtstatus bekommen hat? Gute Frage. Das ist echt übel. Wegen dem kleinen Jungen. Mhm. Die Sortierung in den Märkten ist einfach schrecklich. Erst mal der Dampfer, das gesuchte Wetter. Okay, kaufen wir so nichts. Ja. Aber ein Dreirad holen wir uns. Ja, ganz klar. Vielleicht kostet es diesmal ein Dix weniger. Ehrlich schon wieder. Hallo, möchtest du ein Rad kaufen? Für 1 Million Pokédollar das Stück. Du weißt, wer hat denn so viel Geld? Wenn du nicht genug hast, wir haben uns gerade ein Sonderangebot. Dieses Rad mit eckigen Rädern kostet nur 100 Pokédollar. Es ist das letzte Rad, das wir davon auf Lager haben. Du solltest schnell zugreifen. Dann lauf ich lieber weiter. Ich will aber was haben mit eckigen Rädern. Ja, ja. Kommst du doch mal mit eckigen Rädern? Wie viel Spaß? Kriegst du jetzt? Hallo, bitte mal. Sonderangebot 100 Pokédollar. Für den Arsch, ich will das haben mit eckigen Rädern. Ja, ich bezahle 100 Dollar dafür. Ich will ein Dreirad. Kriegst du nicht. Doch. Okay, ich will ein Rad haben. Ich will dieses Rad haben mit diesem fetten Rad und mit diesem ganz kleinen Rad. Wie heißt das? Uraltrad, keine Ahnung. Ah, uraltes Rad. Ich will es 20er-Jahres-Style. Yes. Ah, da ist ein Schwimmer. Über dir, ja, okay. Nur ein Schwimmer, klasse. Ja. Ich spreche dir mal nicht an. Wo ist der Schwimmer? Einfach. Ich sehe ihn nicht. Rechts neben ich dir. Ich brauche ein Fernglas, ganz klar. Wo ist er? Seht ihr ihn? Gläser. Seht ihr ihn jetzt? Ja, nee, aber das Schwule sehe ich ihn nicht. So. Es ist viel gesünder, wenn du schwimmst, als wenn du von deinem Pokémon getragen wärst. Yeah! Ja, okay. Ich bin Tadeus. Hä? Ist ja doch... Was ist keine das Ahnung. Jetzt? Du schwimmst mal rein. Heftig, ey. Okay, du warst so. Okay, ich sprich trotzdem wie ein Kerl. Weil immer vom Tauchen ist die Nase ganz dicht, ja, Erkältung okay. Und so. Wie das Ding hat überlebt, das hat nichts mehr. Doch. Nein, doch. Nein. Doch. Nein.
Irgendwie sehen die nicht so erotisch aus mit diesen Schwimmkappen. Wieso müssen sie immer diese Schwimmkappen tragen? Damit die Haare nicht nass werden. Damit man weiß, dass es Schwimmerinnen sind. Sieht aus, als hätten die eine Glatze und ein Stirnband umgebunden. Siehst du? Vielleicht haben sie das. Oh Gott! Oh, Säure. Oh. Da werde ich weggesauert. Genau. Ja, aber kann ich nicht gleich gehen. Ja, dann wurde alles, ne? Ohne Biele, welcher Tattoo? Warum hat sie keine Tentakel-Tentachos? Ah, da. Ach nee, das sind keine Flaschen. Nein, das sind immer noch Staubtücher. Nein. Donnerwelle, jawoll! Hammer geil. Ist auch nichts, was wir wegmachen können. Doch, Donnerschock. Ja, aber. Ich hab's ja nur vorgeschlagen. Donnerwelle an sich ist ja geil. Oh, naja. Sehr effektiv. Hier machen wir eh fast alles mit einem Schlag weg, außer die komischen Schläge. Schneepicker wurde verwirrt. Schneepicker ist verwirrt. Hat sich selbst verletzt. Vergiftung. Ja, perfekt. Verwirrt, selbst verletzt. Gift. Okay. Umklammerung. Okay, irgendwie ist es gerade voller Combo-Breaker. Verwirrt, selbst verletzt. Vergiftung. Giftstachel nochmal. Tschüss. Alter, das war echt. Das hat mal ernst gemacht, das Zentara. Das ist daran dachte, so ein Ding zu beschäftigen. Naja, die Engine dachte sich, ach egal, lassen wir ihn ein paar Mal selbst verletzen. Genau wie bei mir, dreimal Flinkklaue, dreimal Geofissur. Ja, aber geil. Over. Ich hab das nicht gelesen. Viel Spaß beim Schwimmen. Viel Spaß beim Schwimmen. Du schwimmst gar nicht. Viel Spaß beim Schwimmen. Pokémon mal. Hilfe, ich kann mich nie länger über Wasser halten. Ja, egal, ne? So, wir müssen den Minister fassen. So, jetzt ist sie über Wasser. Schwimmerin schickt Nerl in den Kampf. Ah, sie ist... Jesus. Los, Raubi. Komm, Raubi, du schaffst es. Raubi, du bist ein... Los, Raubi. Das ist eh nur so ein depressives Merl. Das ist immer depressiv. Nee, ist nicht immer depressiv. Wobei, so kriegst du jetzt noch ein paar depressives Taschen. Warum willst du ihn IP lassen? Was? Warum willst du ihn IP lassen? Wieso nicht? Das hallo, Raubi, ja? Damit er nicht mehr depressiv ist. Oh, Raubi ist immer depressiv. Voll depressiv. Siehst du, wenn er sich entwickelt, ist er ein Saftkorn. Dann ist er nicht mehr depressiv. Ich bin depressives Saftkorn. Ich will nur noch sterben. Ich kann nicht mehr. Aber geil, schreckt zurück. Endlich habe ich auch mal Glück. Ja. Colin hat Glück, jetzt freut er sich. Alter, ich hab den Rotzen bis hier, Helm. Steffen, dann lass das. Wollen Sie bestimmt auch eine Aufnahme? Nee, ich glaub nicht, da. Ich hab die Empfindlichkeit ja ein bisschen runtergedreht. Langweiler. Tja. Noch ein Tag Überraschung. Bis. Warum hat sie so viele zu Tag? Schreck zurück, aber geil. Dein Normalbest. Ich will endlich den Angler finden mit seinen 6 Carpador's. Auf Level 100. Den gibt's hier, glaube ich, gar nicht. Den gibt's ja garantiert und den verarschen sie irgendwie. Da bin ich mir sicher. Der muss in dem Spiel sein. Das ist die größte Verarschung in den ganzen Pokémon. Muss auch die Trainerin ihren 6 Bidoofs eigentlich kommen. Aber Bidoofs gab's in der Edition noch nicht. Doch, gab's. Nein. Natürlich. Bidoofs gab's dann. Ah nee, fuck ja. Zickzacks kam hier raus. Ja, aber geil, Tentacha. Und Rocky ist immer noch vorne. Aber eigentlich könnten sie ja mal ein Video einbauen, ne? Tja, irgendwie ist Rocky ziemlich gebumfiedelt. Ja, Rocky ist gebumfiedelt. Wieso machst du das denn? Weil ich nicht fliegen kann oder so. Rocky, los, du schaffst es, ich glaube nicht. Dann mach doch Pokémon und wechsel. Nee, ich will fliegen. Ja, das ist schneller, deswegen geht das wahrscheinlich nicht, Colin. Das Spiel ist schlecht programmiert. Oh, Robby! Robby ist gestorben, wie kann das denn passiert sein? Robby, ja, na, ich hätte, er schiebt sich ein bisschen hier. Oh Gott, Bene! Ja, ich brauch was zu treten, und dann gut. Wo surfst du jetzt eigentlich? Keine Ahnung, ich surf einfach immer weiter. Colin ist planlos. Planlos und Pokémon. Ja, dann sag mir mal, wo soll ich lang gehen? Du sollst ja nicht gehen, du sollst surfen. Ja, wo soll ich lang surfen? Ich gehe zu dem Typen da. Genau, siehst du, da solltest du auch hin. Das hast du vorher gut gesehen gehabt. Irgendjemand, Colin? Ich bin nicht wie die anderen Stereotypen. Ein Schwimmer ohne Wasser-Pokémon, das hat Stil. Ah. Ich bin ja mal gespannt. Ein kleiner Stein? Bietet der? Ja, ja. Hat auch eine Schwimmerkappe auf. Das ist eine Fliegerkappe. Nee, das ist verlängerte Haare. Das ist das Hippie-Taubsi. Was war das? Ach, es ist doch dann egal. Es ist ehrlich. Es hat nicht mal Sinn gemacht. Wie geil.
Turbo-Dreher nennen. Los, Geobatz, Geobatz-Mogel! Das wäre super! Komm, vielleicht, der große Phaser-Film wäre doch keine so gute Wahl. Das ist echt gut. Das hier, jetzt kommt Kleinstein, Bison. Am besten ist immer noch, ich schick Sadama in den Kampf. Sadama, setz Schaufler ein. Zack, wie hast du das gemacht? Wollte ich mir auch einfach aufregen. Da ging wohl irgendwas schief. Ja, und wie das ich wusste, dass sowas kommt in dem Moment, wo er sagte, ich bin nicht wie die anderen Stereotypen. Ein Schwimmer, der keine Wasser-Pokémon benutzt. Ja, ich hätte aber nicht gedacht, dass es untergeht. Ja, das war echt geil. Geo! Besser Auftritt ever. Er hat Geo was getötet. Ich will nicht mal seinen Namen sagen. Gott. Nicht effektiv, Colin. Schade, killt nicht ganz. Meryl! Und jetzt an alle, wie viele Level braucht Shinnok noch, um sich weiterzuentwickeln? 95. Das ist richtig. 16. Es ist 1, Jum 16, 2, Jum 95 oder einfach nur 3? Nein. 1, 2 oder 3, letzte Chance. Boah, 2 hast du schon wieder übersprungen, Colin, das ist nicht gut. Ja, ehrlich. Level 5. Er ist ein Anfänger, er hat es gerade erst bekommen. Ja, ist er. Was war ich zu ihm geschwommen und hat es gegeben? Oh no, man. Das hat er dann wohl random gefangen. Wo bin ich? Ja. Vielleicht ist er ja auch auf der Suche nach dem Ding. Ja. Da waren doch gerade nur 2 Pokémon angezeigt. Nein, 3. Colin, kannst du nicht sehen, du bist bescheuert. Da waren 2 angezeigt. Das hast du schon richtig erkannt. Da waren 2 angezeigt. Meryl schreckt zurück. Das ist gut. Und das war das dritte Pokémon, denn da wurden 3 angezeigt. Nein. So, Text gelesen. Gott, bei Pokémon gibt es auch so viele Spangen-Trainer. Vor allem, wenn wir sie so spannend sprechen. Wieso so sprechen sie da? Ist doch heute nochmal bei Pokémon. Guck dir doch nur die Serie an, dann weißt du doch Bescheid. Ah, okay, da ist was dran. Die Serie hat aber nicht so viel mit den Spielen zu tun. Da ist ein einzelner Stein, da ist bestimmt was drin. Nein, da ist nichts drin. Du findest im Stein Wasser. Ich finde einen Stein. Salzwasser. Ja. Nein, Süßwasser musst du da finden. Süßwasser wäre so das? Weil es einfach so ist dann. Regenwasser ist das dann. Ist so Stein so sauber. Seeblatt City, jawoll. Nächste Stadt, hammer geil. Ich spreche erstmal mit dem Baum. Hallo. Genau, das sind wieder die Bäume, die so aussehen, als wären sie so Muskelprotze, die ihre Muskeln zeigen. Geil. Das stimmt, ey. Da oben der. Oh, verdammt, der ist schlecht. Ja, oben die Spitze der Kopf. Und dann das, die Arme so, ja, ey, das ist echt gut. Nicht schlecht. Nee, hab ich mal einen Kämpfer. Das ist sie. Hab ich mal gebaut. Ah, ja. Nein. Ach, verdammt, ich werde nicht gegen den kämpfen, den kann das nämlich nicht ohne zu kämpfen. Okay, das ist hart. Camper müssen campen. Wir müssen doch die grüne Kappe vom Camper klauen. Nee, das war. Mal schauen, wer wohnt hier? Niemand. Carsten wohnt da, Junge. Kleiner Junge. Ey, dich habe ich noch nie in Seeblatt City gesehen. Bist du neu hier? Was auf der Neureise? Du hast es für den Team gesehen? Doch. Ich habe hier nämlich ein tolles Kostüm. Das ist ein Pedo, der sich als kleines Kind verwandelt. Vielleicht, wer weiß. Wow. Siehst du, ist doch cool, oder? Und ich habe immer noch dieselbe Stimme. Kein Team Shocket? Also für dich kann ich alles sein. Dildo. Ich glaube, es soll ein bisschen gehen. Was magst du denn? Achso. Was ist das? Das ist ein Fenster. Eine fette Frau? Unter euch, aber kein Muster ansehen. So. Ich schätze mal, das ist ein Forschungslabor. Das ist C, oder was? Nein! So. Oh, C und das ist ein anderer. Na klar, ist das ein anderer. Der sieht aus wie Falk. Hab gar nicht bemerkt, dass du reingekommen bist. Ich glaube, das ist ein Kerl. Ja, ich bin auch ein Schwuler. Ich bin Professor Palm. Ah, Major Palm. Er ist zurück. Ihr kennt ihn nicht. Okay. Sag mal, Kennst du schon die ganze Höhle im Westen der Stadt, wie auch immer? Man kann dort viele Einschlagskrater von Meteoriten finden. Yeah. Was sehr merkwürdig ist.
Ich meine, wir können Meteoriten in einer Höhle einschlagen. Das stimmt aber echt, ey. Darüber sind anschließend 10 Meter massiver Felsen. Wow. Wow. Ich kann rückwärts laufen, hast du gesehen? Das ist eine Zeitkapsel, die ich gebaut habe. Richtig geil. Ich will damit in die Vergangenheit reisen, um zu sehen, was mit der Höhle passiert ist. So wie der Meteoriten. Ich brauche allerdings noch einen speziellen Meteoriten aus der Höhle. Oh, du bist in letzter Zeit für mich in die Meteoritenhalle, wie auch immer, gehen. Hallen suchen, ja. Ja, genau. Nein, mach ich nicht. Ja. Soll ich würde sagen, bevor wir in die Meteoritenhallen gehen, gehe ich in das Haus. Genau, dann kann sie sehr groß nennen. Wofür mein Leben war, ist heute eine... Meine Leber. Eine Minibar. Okay, jetzt weiter geht's. So geht das. Die Alten sind die Geilsten. Ja. Oh, dann ist ein Glatz ab. Und kann man wieder den Rock. Jawohl, und dann haben wir so die erstmal das Essen überhaupt uns bekommen, das irgendwo. Gestern stand ich echt am Abgrund, aber heute bin ich schon wieder einen Schritt weiter, einen großen Schritt weiter sogar. Yeah. Fuck yeah. America. Pierre. Es geht los. Alter, die Alten sind echt voll senil da, ne? Ja, ist halt so. Ich bin nicht so voll aus dem Fenster. Wie geht's? Kann normal reingehen. Achso. Oh, so gut, in meinem Fehl kannst du mich so haben. Ich habe doch gar keine Bleibung gedacht. Jo, geil, und jetzt? Können wir noch irgendwas hier erforschen? Nee, oh, wieder das dann. Das gleiche Block. Ja, warum nicht, ne? Oh, heilen muss ich nicht. Naja, aber mit. Kleine Stimme, aber nicht, ey. Hey, zwei Pokébälle gleich. Geil. Oh. Und noch ein Pokéball. Kannst du doch rechts lang, oder? Nein, kann ich nicht. Ich fühle mich verarscht. Du kannst. Können Sie den Raum laufen? Ja, und da, und da. Bam! Gucke! Genau, das wollte ich sagen. Ich komme auch nicht dahin. Nee. Und da auch nicht. Und da auch nicht. Das ist wie das Gras um Alabastia. Ah, oh, da will ich ja nicht. Allgemein geht's hier gerade nirgends weiter. Ich war da mal. Mit einem Ballhack. Ja, genau. Und was passiert? Gar nichts. Okay, wir haben die Stadt erforscht. Steffen, man macht aber keinen Ballhack in Pokémon. Ich schon. Ja, dann gehen wir am besten zur Höhle, würde ich sagen, ne? Oder erstmal speichern. Okay, wir sind jetzt unten irgendwie. Oh, das sind alte Bilder. Schon ein Wunder, dass die Karte nicht aussieht wie ein Penis oder so. Naja, wenn du so von links nach rechts guckst. Ja, scheiße. Okay, wo ist die verfickte Höhle? Oh, im Westen. Oh, Westen ist doch ganz klar. Wo ist Westen? Das ist da, wo es links ist, oder wie ist es jetzt? Ich bin ein Genie! Ich habe nämlich gerade die erste Solartaschenlampe erfunden. Genius! Ja, einfach noch so wäre nötig. Oh, ein Spieler! Die kannst du sogar nicht im Dunkeln benutzen. Nein, die Bauch. Lass mal wieder zum Fett sein. Nein. Zum Schwarz. Sag mir schon. So. Bevor wir irgendwie hier weitergehen, beenden wir hier die Folge. Deswegen einmal abspeichern. Jawohl, ja, passt. So, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.